Heute machen wir eine Brüsseler Waffel, nicht mit Hefe gelockert, sondern mit Backpulver. Dieses Rezept eignet sich hervorragend auch für heiße Sommertage, wenn man die Masse über mehrere Stunden irgendwie lagern möchte oder eben an einem Stand oder bei einer Gartenparty diese Masse eben über mehrere Stunden benutzen will, weil sie nicht wie Hefe anfängt dann rumzugaren und auch nicht an Geschmack verliert. Wir brauchen für unsere Waffeln Butter, Zucker, Ei, Mehl, Milch, Vanille, Zitrone und Salz. Vanille seht ihr hier in der Mühle drin. Das ist eine handelsübliche Pfeffermühle oder Salzmühle auch, wo einfach getrocknete Vanilleschoten drin sind. Für meine Brüsseler Waffeln werde ich heute mal keine Maschine verwenden. Ich gebe einfach meine Butter, die weich sein sollte. Die ist hier so ein bisschen halb flüssig, halb fest, weil sie in der Mikrowelle war. Weil sie kam aus dem Kühlschrank. In den Kessel mein Ei, mein Zucker, meine Gewürze, also hier in dem Fall Zitronenschale, berühmte Vanille. Wer jetzt nicht so eine schwarzen Stücken hier drin haben will, der nimmt einfach Vanillezucker aus der Tüte. Dann mein Salz, gute Prise, es werden hier so 3 bis 4 Gramm sein. Damit die Waffel ein bisschen gelber wird, setze ich noch ein bisschen Kurkuma zu. Kurkuma, geschmacklich schmeckt man es kaum, aber es färbt sehr stark. Dadurch nehmt ihr bitte nur ganz wenig rein, sonst werden die Waffeln gelb wie eine Ampel. Jetzt schlage ich das alles entweder mit zum Handbesen oder mit zum elektrischen Rührer ganz leicht auf. Dann gebe ich meine Milch rein. Mein Mehl. Und mein Backpulver. Backpulver dient hier als Trieb. Im Gegensatz zu den anderen Waffeln, die ich jetzt schon gemacht habe, wo man Hefe zusetzt, eignet sich diese Masse natürlich wesentlich besser, um es im Sommer bei irgendwelchen Gartenfesten oder auch Straßenfesten oder weiß ich wann aufzuheben, weil die Masse mit Hefe dann immer so lustig vor sich hingart und irgendwann richtig säuerlich wird. So, das verrühre ich wieder miteinander. Und schon ist dieser relativ schnelle Waffelteig fertig. Bis aufs Abwiegen hat es also jetzt keine 2 Minuten gedauert. Ich habe bei meiner Waffeleisen hier unten eine Temperatureinstellung. Nicht wie bei den haushaltsüblichen Kleingeräten zwischen 1 und 5 oder 1 und 6. Sondern hier kann ich die Temperatur wählen von 0 bis 200 Grad. Ich werde die Waffeln bei 100 Grad backen. Ich habe hier einen Timer, hat man normalerweise auch nicht, den habe ich auf 3 Minuten gestellt. Jetzt werde ich den Waffelteig oben in das Waffeleisen reingeben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meistens die ersten Waffeln immer wesentlich brauner oder dunkler werden. Das solltet ihr berücksichtigen. Das wird wahrscheinlich heute auch so sein, wenn ihr mehrere Waffeln backt, werden die späteren Waffeln immer dünner werden, immer heller werden, nicht dünner. Ich gehe mal auch hiervon aus, von einer Backtemperatur, von einer Backzeit von ungefähr 3 Minuten. So, die Backzeit von guten 2 Minuten ist jetzt um. Bisschen schlecht eingefüllt. Ihr seht, hier ist noch das Muster nicht ausgeprägt und hier nicht.
Wichtig ist, jetzt dieses Waffel gleich warm auf so ein Gitter zu legen, damit sie auskühlt. Zum Schluss habe ich mir jetzt hier noch ein bisschen Kuvertüre temperiert. Da werde ich jetzt die absolut abgekühlte Waffel, also die muss wirklich kalt sein, werde ich noch ein bisschen in Kuvertüre tauchen. Immer schön abschlagen. Wie man Kuvertüre temperiert, zeige ich euch in einem extra Video. Dieses werde ich dann unter dem Rezept verlinken. Hier seht ihr jetzt meine fertige Brüsseler Waffel. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch Vorschläge haben oder Anregungen, was ich für euch als nächstes backen soll, hinterlasst in den Kommentaren einfach euren Wunsch. Ich werde versuchen, dieses möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr.